Richte deinen Sitz gut ein. Wir beginnen mit dreimal Om und kurzem Mantra zum Einstimmen. Sitz ganz aufrecht, der Bauch entspannt, sodass du tief in den Bauch einatmen kannst für Om. Und dann sage ich nochmal guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Und ich wollte mit einer Runde Kapalabhati mit Armen anfangen, sodass wir gleich mit der Atemübung in die Bewegung kommen. Und dazu sitzt du gut und stabil, bringst die Arme gleich in die Luft und immer, wenn du die Arme oben hast, spreizst du die Finger und wenn du die Ellenbogen so neben dich runterziehst, machst du Fäuste. Und dabei atmen wir aus. Entspannt ein und kraftvoll aus. Wenn ihr die Ellenbogen runterzieht, könnt ihr die Bauchdecke auch richtig gut für Kapalabhati Pumpung nach innen ziehen. Ja? Arme nach oben, fangen wir zusammen an. Atme hier ein und dann beginnen. Haus ein, 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 Haus ein. Und du kannst ruhig einen eigenen Rhythmus finden, wenn du das gerne langsamer machen möchtest oder schneller. Wenn du gut drin bist, kannst du vielleicht ein bisschen Gas geben und richtig gut die Arme immer strecken. Noch 10, 5, 4, 3, 2 und letzte Ausatmung, Bauchdecke nach innen, du kannst dich nach vorne lehnen, die Bauchdecke nach innen oben ziehen mit leeren Lungen für Uddiyana Bandha und wenn du merkst, der Einatem kommt, löst die Bauchdecke und dann atme für dich einen tiefen Atemzug oder auch zwei, ein und aus. Und wann immer du bereit bist, füll die Lungen zu 3/4 und halte den Atem an, bequem, so lange wie es entspannt möglich ist. Und setze Mula Bandha, Beckenboden, Verschluss, fühl deine Wirbelsäule langsam hinauf, vom Steißbein hinauf Richtung Kopf. Vielleicht visualisierst du die Wirbel wie Lampen auf einer Lichterkette, die aufleuchten, eine nach der anderen, leuchtet und leuchtet und leuchtet. Bis hinauf in den Kopf, der ebenfalls aufleuchtet. Kapalabhati, der strahlende Kopf, der scheinende Schädel. Visualisieren diesen strahlenden Kopf. Stell dir vor, wie die Strahlen alle Gedanken, Wolken auflösen. Du kannst den Gedanken auch sagen, mein Geist ist klar wie ein Kristall, hell leuchtend, strahlend und weit. Stell dir vor, wie alle
dunklen Wolken davon schweben, heraus aus deinem Gedankenhimmel. Nur lichte Weite. Dann nimm ein paar Atemzüge in der Ujjayi-Atmung, vereng die Kehle ein kleines bisschen, sodass der Atem so ganz sanft zum Rauschen kommt. Beim Ein- und beim Ausatmen lass dir Zeit, so ein bisschen da das richtige Maß zu finden, bei dem es geschmeidig fließt, aber doch deutlich dieses Rauschen in der Kehle zum Hören ist für dich. Und wie dein Atem dadurch vielleicht etwas feiner und etwas länger wird. Durch diesen sanften Widerstand, gegen den er anatmet. Und lass diesen Ujjayi-Atem ein Gefühl von Zentriertheit und innerer Stabilität entstehen, auch vielleicht innerer Aufrichtung. Würde. Ujjayi heißt auch der siegreiche Atem. Fühl dich siegreich, fühl dich in deiner Kraft. Mach die letzten zwei Atemzüge in Ujjayi mit einem inneren Lächeln. Und danach lass die Kehle wieder ganz weich werden und den Atem los, sodass er aus sich heraus nochmal ganz natürlich weiterfließt. Lass das für einen Moment so nachwirken. Wenn du jetzt so richtig wunderbar sitzt, dann verweile ganz still. Wenn du merkst, irgendwo braucht es eine Bewegung, ein Bein, das sich ausstrecken will, dann tu das und richte dich ein für die Wechselatmung. Ein paar Runden die rechte Hand in Vishnu Mudra, Zeigefinger und Mittelfinger eingebeugt, die linke Hand in Chin Mudra. Atme nochmal durch beide Nasenwege ein. Atme durch beide aus, schließ das rechte mit dem rechten Daumen und atme durch das linke, weich aber zügig ein. Verschließ dann beide Nasenwege mit Ringfinger links, mit Daumen rechts, kleiner Finger liegt weich an, rechte Schulter ist entspannt und öffne rechts und atme langsam und gleichmäßig aus. Vielleicht doppelt so lang, wie du eingeatmet hast. Rechts wieder zügig und weich ein. Verschließ beide Nasenwege. Ganz sanfter Druck, Atemstille. Öffne links und atme ruhig und gleichmäßig durch die linke Seite aus. Das ist eine Runde. Links wieder ein, weich, aber zügig. Beide Nasenwege verschließen, benutzt die Hand da an der Nase und dann in deinem eigenen Rhythmus, wenn du spürst, ausatmen kommt rechts, ausatmen und so weiter von Seite zu Seite auf die Weise, die es ganz leicht
anstrengungslos bleiben lässt. Fühlen wir jetzt zu diesem Gefühl von innerer Zentriertheit und Stärke, ein Gefühl von Ausgeglichenheit. Von Balance, auch von Ruhe in deinem Inneren entsteht. Wechselatmung balanciert die Energien der beiden Körperseiten, der beiden Gehirnhälften. Das ist eine wunderbare Vorbereitung auf die Asana-Praxis. Du kannst die letzten 2 oder 3 Runden darauf verwenden, dass jedes Mal, wenn du auf einer Seite ausatmest, du fühlst, wie diese ganze Körperseite mit diesem Ausatmen innerlich entspannt und loslässt. Und wie du diese Körperseite mit dem Einatmen wieder füllst mit Energie. Und so jede Seite nochmal bewusst aufladen und bewusst entspannen. Und wenn du dann das nächste Mal, lass dir Zeit, da anzukommen, links ausatmest, dann beende die Übung und senke für dich die Hand. Wir treffen uns da nach und nach alle. Und auch da wieder, lass es so einen Moment nachklingen, spür dem nach, den Wirkungen nach. Da genieß es, einfach da zu sitzen und nichts zu tun. Moment, wo du nichts von dir willst und niemand was von dir will. Einfach nur Stille und Frieden. Dann nimm diese Zentriertheit, diese Kraft und diese Ruhe mit in deine Bewegung. Wenn du jetzt einatmest, öffne langsam mit einem Blinzeln die Augen, nimm die Arme ruhig nochmal über die Seiten hoch, falte vielleicht oben die Hände und streck die Handflächen in den Himmel, dehn dich einmal nach rechts. Einatmen wieder zur Mitte und ausatmen nach links. Einatmen wieder zur Mitte und dann ausatmen, löst die Hände und über die Seite, bring die Arme nach unten, streck langsam deine Beine aus, wenn die irgendwie ein bisschen eingeschlafen sind irgendwo. Lass dir ein bisschen Zeit, die aufzuwecken. Und dann stehen wir langsam, langsam auf für Surya Namaskar. Gib die Füße zusammen. Steh aufrecht und bequem. Komm wieder zurück zu den gleichen Empfindungen, die mit diesen Gefühlen von Festigkeit, Stabilität, Gleichgewicht verbunden waren. Und dann atme tief ein und ausatmen, gib die Hände vor dem Herzen zusammen in den Gruß. Namaste. Einatmen, streck dich langsam hoch, heb das Herz, lehn dich zurück. Ausatmen, komm langsam nach unten und lasst uns hier für einen Moment erstmal aushängen. Ruhig die Füße so zusammen stehen lassen, aber den Kopf ein bisschen schütteln, vielleicht lockerst du die Arme auch und lässt die baumeln und lässt die Schwerkraft einfach für ein paar Momente hier dich in diese erste Dehnung der Körperrückseite reinziehen. Atme tief durch die Nase in den Bauch.
Noch einmal tief durch die Nase in den Bauch. Und dann setz die Hände neben den Füßen auf und komm einatmend mit rechts zurück in den Sprinter. Leg das hintere Knie ab, lass das Becken sinken, schau nach vorne, lass die Schultern weggehen von den Ohren, atme ruhig weiter. Lass einmal wirklich richtig Zug hier auf den rechten Hüftbeuger kommen. Und dann Hände fest auf dem Boden, dass du zurückgehen kannst in den Stütz. Mach den Körper gleich auch wirklich flach von den Fersen bis zum Hinterkopf. Und ausatmen, senk Knie, Brust und Stirn. Beim Einatmen fließ nach vorne in die Cobra, klein oder gleich auch hoch. Und die Zehen aufstellen und hochziehen in den Hund. Und im Hund weiteratmen und große Hände nutzen, die dich von der Matte wegschieben mit dem Po nach hinten oben in den Himmel. Die Fersen Richtung Boden ziehen. Und dann einatmen, kontrolliert den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, Becken wieder sinken lassen und hier ruhig einen Moment wieder Zug auf den linken Psoas jetzt kommen lassen. Schultern weg von den Ohren, vielleicht je nach Proportion kommst du auch so ein bisschen auf die Fingerspitzen mehr als auf die ganze Handfläche, dass du den Rücken lang machen kannst. Das Becken sinkt. Und stell die Zehen auf. Hinten und ausatmen, komm mit links nach vorne. Nochmal tief in die Vorwärtsbeuge hinein, sinken. Und dann vielleicht beugst du die Knie ein bisschen an, mit langem Rücken möglichst komm hoch, heb wieder das Herz, öffne die Vorderseite und dann Namaste. Ausatmen, senk die Arme. Tief einatmen, im Atemrhythmus, ausatmen die Hände vor dem Herzen. Einatmen, hoch und das Herz heben und ausatmen, lange Vorwärtsbeuge, Hände neben die Füße. Einatmen, linkes Bein zurück. Atem anhalten, kraftvoller Stütz und ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen in die Kobra, gleichmäßige Bewegungen, ausatmen in den Hund. Einatmen, links nach vorne. Ausatmen, rechts schwebt dazu. Einatmen vor, hoch und zurück. Und ausatmen, zurück in Tadasana. Tief ein. Ausatmen, Hände vor dem Herzen. Einatmen, hoch und zurück. Ausatmen, in die Tiefe, Vorwärtsbeuge. Einatmen, das rechte Bein zurück. Atem anhalten, in den Stütz. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn. Einatmen in die Kobra. Ausatmen in den Hund. Einatmen rechts vor. Ausatmen links dazu. Einatmen vor, hoch, Herz heben. Ausatmen, Arme senken. Und weiter mit den Surya Mantras. Mit jedem Om beginnt die nächste Bewegung. Atme tief ein. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Ganave Namaha, Om Gagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Hiranyagarbhaya Namaha, Om Arichaye Namaha, Om Anityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Manave Namaha, Om Gagaya Namaha, Hiranyagarbhaya Namaha, Om Arichaye Namaha, Om Anityaya Namaha, Om Samitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha,
Stehen für einen Moment, lass den Atem ruhig richtig tief und stark ein- und aus strömen. Fühl doch mal richtig, wie du mit dem Einatmen Sauerstoff hineinholst. Verbrauchte Luft ausatmest. Und dann lasst uns noch mal eine langsame Runde machen mit ein paar Stationen. Die Füße noch mal zusammen.
Eine tiefe Einatmung, ausatmen die Hände vor dem Herzen und einatmen die Arme hoch und dann halte hier für 2, 3 Atemzüge, zieh die Vorderseite lang, streck mal die Knie richtig durch, schieb das Becken ein bisschen vor und schau, was du mit den Armen machen musst, dass du ein Gefühl hast von, ich kann die Vorderseite aufziehen, vielleicht musst du die weiter auseinander machen, vielleicht hast du die nah bei den Ohren, dreh mal die Hände oben. Und fühl, was sich vielleicht verändert in der Schulter, wo du einfach mehr Zug in die Schulter, in den Brustkorb bekommst. Und dann mit langem Rücken ganz langsam von hier fließ nach vorne. Bring die Hände neben die Füße. Nimm die Stirn Richtung Schienbeine. Komm einmal ganz tief in die Vorwärtsbeuge. Und dann komm mit dem rechten Fuß zurück. Bring das Knie auf die Matte, lass dich nochmal nach unten durchsinken, nimm ein paar tiefe Atemzüge und dann, ihr habt alle genug Platz zur Seite, richtet den Oberkörper auf und die Arme ruhig über die Seiten, bis die Handflächen oben vielleicht sich berühren, vielleicht magst du die Arme auch lieber auseinanderhalten, um so ein Gefühl wieder von lang ziehen und zurück lehnen, Zug auf die Vorderseite, dass du es wirklich fühlst, bis an der Vorderseite des rechten Beins entlang, bis auf den Fußrücken quasi. Und probier mal, ob es dir Stabilität gibt, wenn du die rechte Po-Backe so ein bisschen anspannst oder ob du da eher loslässt, was dir hilft. Atme und dann komm langsam mit den Händen gerade nach vorne wieder runter, setz die Hände auf die Matte und dann zieh die Hände so 20 cm zurück und komm mit dem Becken nach hinten, bis das vordere Bein gestreckt ist. Zieh die Zehen, die linken, zu dir ran und dann ausatmen, neig dich mit der Stirn Richtung Knie und dann mach ein paar so kleine Wellen. Beim Einatmen komm mit so einem runden Rücken ein bisschen hoch, dann streck den Rücken und dann ist es so, als wollte die Mitte deines Brustbeins zuerst zum Knie. Und dann rollst du dich da wieder ein, so eine ganz kleine Katzenwelle über dieses gestreckte linke Bein, eine ganz kleine Bewegung nur. Aber du fühlst es in der Wirbelsäule, wie so eine kleine Welle. Und du spürst den Zug an deiner Rückseite des linken Beins. Und dann halte nochmal, wenn du so ganz nah mit der Brust, der Nase an deinem linken Bein bist, für einen Atemzug inne. Und dann komm mit den Händen wieder nach vorne, dass du wieder im Sprinter landest. Und dann holen wir den linken Fuß zurück in den Stütz. Und dann dreh dich auf deine rechte Hand. Und für den Seitstütz die Knie aufeinander. Versuch das Becken nicht hängen zu lassen, sondern hochzudrücken. Und vielleicht sind die Füße übereinander oder sonst setz den oberen Fuß vor den unteren oder auch dahinter. Und atme. Lächel der linken Hand hinterher oder schau geradeaus. Und dann komm wieder auf beide Hände. Von hier komm in Knie, Brust und Stirn. Und dann in die Cobra. Heb dich hoch, lass die Füße hinten ein bisschen auseinander gehen und schau über deine linke Schulter zum rechten Fuß. Und dann schau über deine rechte Schulter zum linken Fuß. Und dann schau einmal zur Decke. Und dann roll dich ab, bis die Stirn auf dem Boden ist. Stell die Zehen auf. Und drück dich hoch in den Stütz. Und vom Stütz komm auf die Unterarme. Und dreh dich auf die rechte Seite, dreh auch den rechten Arm, dass die Hand nach links zeigt. Und dann sind wir im Seitstütz, nur auf dem Unterarm. Und dann streck den linken Arm nochmal zum Himmel. Und dann dreh dich mal so runter, bis die linke Hand unter dem rechten, unter der rechten Achselhöhle durchgeht nach hinten. Dass so eine kleine Drehung entsteht. Und dann wieder aufdrehen und den Arm zum Himmel. Genau, und wieder zu. Und wieder auf.
Und ruhig ein bisschen keuchen, wenn es sein muss, wieder zu. Und wieder auf. Genau. Super. Und dann dreh dich wieder um auf die Unterarme. Und dann von den Unterarmen in den Stütz und in den Hund. Und dann kommt der rechte Fuß nach vorne. Einmal so was lang ziehen. Und dann kommt der linke dazu. Tiefe Vorwärtsbeuge. Und dann einatmen hoch. Brustkorb öffnen und ausatmen. Namaste. Tadasana. Einen tiefen Atemzug im Stehen machen wir zur Verschnaufpause. Und dann nochmal tief ein und ausatmen, die Hände vor dem Herzen. Einatmen hoch, Brustkorb heben, Vorderseite lang ziehen und ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Und diesmal geht der linke Fuß zurück. Becken sinken lassen und dann Oberkörper heben und entweder Arme parallel oder Handflächen berühren sich und den Zug vorne entlang bis mindestens zum Knie. Und wieder spüren hilft dir das, wenn du die linke Pobacke anspannst oder ob die locker ist. Atmen hier. Guck mal, ob du die Schulterblätter so ein bisschen den Rücken runterfließen lassen kannst. Die Mundwinkel noch ein bisschen mehr nach hinten oben. Weg von den Schulterblättern. Und dann gehen wir langsam vor, setzen die Hände auf die Matte. Und jetzt gehen wir zurück mit dem Po. Die Hände wandern mit, bis das rechte Bein gestreckt ist und die rechten Zehen zu dir hin zeigen. Und dann beug dich wieder so mit dem Bauch, dem Brustkorb und dann der Nase nach unten. Und dann mit so einem kleinen Katzenbuckel komm wieder hoch. Mit gestrecktem Rücken wieder runter, Bauch, dann die Brust, dann die Nase und einrollen und wieder hoch. Ein paar so kleine Wellen durch die Wirbelsäule schicken und gucken, ob du die für dich einfach fließen lassen kannst. Vielleicht ist es nur eine ganz kleine, fast unsichtbare Bewegung. Gibt dir so ein geschmeidiges Schlängelgefühl. Wenn du einmal wieder noch tief bist, nah an deinem Oberschenkel, dann für ein, zwei Atemzüge nochmal in der Dehnung bleiben und vor allem dich hier auf die Beinrückseite konzentrieren. Weiter die Zehen ranziehen. Und dann komm mit den Händen wieder vor, komm zurück in den Sprinter. Und dann stellen wir die Zehen hinten auf und kommen in den Stütz und gehen dann in den Seilstütz auf die linke Seite. Also linke Hand, linker Fuß, die Füße aufeinander oder wenn es dir hilft, davor oder dahinter, wenn es zu arg wackelt heute. Und gucken, dass das Becken oben bleibt. Und atmen. Noch einen tiefen Atemzug und dann langsam wieder auf Hände und Füße zurück und ausatmen in Knie, Brust und Stirn. Einatmen in die Cobra, entfalten, die Füße nochmal auseinandergeben und dich so hoch wie möglich ziehen, die Schultern trotzdem weg von den Ohren lassen. Und dann roll dich so richtig genüsslich, auch wieder wie so eine Schlange, Wirbel für Wirbel, bis die Stirn wieder auf dem Boden ist. Einen nach dem anderen, super. Zehen aufstellen, durch die Füße ein bisschen auseinander, Hände unter den Schultern und dann wie ein Brett einatmen, in den Stütz hochdrücken. Und dann komm auf die Unterarme. Und dann dreh dich in den Unterarmstütz. Gucken nach rechts, den Unterarm musst du mitdrehen, sonst klappt es nicht. Und den rechten Arm in den Himmel. Und dann klappen wir uns zu mit der rechten Hand unter der linken Flanke durch. Und einatmen wieder hoch. Und ausatmen zu. Und einatmen wieder hoch. Noch zweimal. So eine ganz kleine Drehbewegung.
Und dann die Hand wieder Unterarm auf den Boden zurück in den Unterarmstütz. Hier kannst du nochmal einen Moment bleiben. Und dann auf die Hände zurück stützen. Und ausatmen in den Hund. Tiefe Atemzüge. Die Flanken lang ziehen, regel mal die Hüftknochen so abwechselnd von den Schultern weg. Und zieh die Flanken so noch ein bisschen in die Länge. Im Hund kann man so viele verschiedene Streckungen machen und auf so viele Art und Weisen. Nochmal beide Fersen Richtung Boden ziehen. Nochmal tief durchatmen. Und dann kommt der linke Fuß nach vorne. Nochmal einmal Sprinter. Und der rechte Fuß setzt dazu. Und dann ganz langsam mit langem Rücken. Knie beugen, wenn das hilft. Hoch, zurück. Und Namaste. Ausatmen, die Arme senken. Die Füße auseinanderstellen. Ein paar tiefe Atemzüge. Und dann leg dich langsam auf den Rücken in Shavasana. Du kannst über die Hocke gehen oder einfach nach unten kommen und dich dann langsam Wirbel für Wirbel zurücklegen. Die Beine, die Arme ausstrecken. Und nochmal tief in den Bauch ein. Tief ausatmen. Und vielleicht nochmal zurückkehren, während du so da liegst, zu diesem Anfangsgefühl der Yogastunde, dieser Zentriertheit, dieser inneren Kraft. Der Ausgeglichenheit. Und der Ruhe. Und vielleicht tut dir einer dieser Aspekte heute besonders gut. Und dann stell dir vor, wie du den mit jedem Atemzug ein bisschen verstärkst. Und wie mit jeder Ausatmung alles andere in dir, was du nicht mehr brauchst, wegfließt, dahin schmilzt. Und diese eine Qualität jetzt in diesem Moment ganz stark wird. Vielleicht in Form des Wortes, das du in dir klingen lässt wie ein Mantra. Ruhe, Stärke. Oder einfach als Empfindung, wie auch immer sich das anfühlen mag. Oder wie du dir das vorstellen kannst, dass es sich anfühlt. Wie fühle ich mich, wenn ich angefüllt bin mit tiefer Ruhe, total zentriert? Dann stell dich darauf ein, deinen Körper so langsam, langsam wieder zu bewegen. Mit einem ersten tiefen Atemzug lass die Bauchdecke weit werden und dann
Nochmal tief nach innen sinken. Fühl die Berührung mit dem Boden und dann langsam, langsam löst dich daraus. Beweg die Zehen, die Füße, die Finger, die Hände, die Beine, die Arme, so nach und nach. Den ganzen Körper, regel dich, streck dich, was immer dir gut tut. Kannst dich ein bisschen von Seite zu Seite drehen. Vielleicht nochmal auf einer Seite einkuscheln. Alles Gute mitnehmen aus deiner Praxis in den Rest der Woche. Komm langsam nach oben. Nimm nochmal Platz auf deinem Kissen wie eine Königin oder ein König. Und dann atme tief ein für um. Ich danke euch.